Jede von diesen drei Freundinnen hat eine ganz besondere Rolle in dieser Zeit gespielt. Ich hätte nicht überlebt ohne diese Freundin. Ich habe eine Stammzellenspende gebraucht. Er war dann mein Spender. Mhm. Ich habe mich dann vorab eigentlich auch schon 100% auf ihn verlassen, verlassen müssen. Als dann diese Idee mit dem Kind aufkam, war die Frage, ja, Herr, wie machen wir das denn jetzt? Ja, weil, also ja. Die klassische Variante, wir haben drüber nachgedacht und dann war aber klar, es wird eine Lachnummer. Wir lachen uns tot bei dem Versuch, aber ein Kind kriegen wir auf die Weise nicht zustande. Ich habe keine äußeren Verletzungen gehabt. Dann ist Bernd dann gekommen und hat gesagt, steig aus, wir gehen weiter, wir erzählen zu Hause nichts. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter, mit mir ist was Schlimmes passiert, also das geht nicht. Ich war erst mal geschockt, ich so, was ist das jetzt? Und dann habe ich den Brief aufgemacht und gesehen, oh, sie lebt, ihr geht's gut. Krass, cool, also mega, es war echt unbeschreiblich. Herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind, dankeschön. Vielen Dank. Ob in Krisen oder guten Zeiten, danke schön. Wahre Freunde halten doch immer zueinander. Aber was macht eine wahre Freundschaft aus? Wie hält sie ein Leben lang und wie gehen Freundschaften auch zu Bruch? Freunde fürs Leben, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Aufgrund einer Leukämieerkrankung wäre Nina Lau fast gestorben. Nur dank der Stammzellenspende von Roman Schmidt hat sie überlebt. Heute sind die beiden nicht nur genetische Zwillinge, es entwickelte sich auch eine tiefe Freundschaft. Schön, dass Sie heute hier sind, Roman Schmidt und Nina Lau. Mehr als 40 Jahre sind Bärbel Schenk-Luhn und Veronika Buini mittlerweile befreundet. Egal ob schwere Schicksalsschläge oder der Umzug in fremde Länder, die beiden sind Tag und Nacht füreinander da. Wir freuen uns auf Bärbel Schenk-Luhn und Veronika Buini. Bei einem Roadtrip mit seinem Freund verunglückte Mitch Schreiner schwer und sitzt seitdem im Rollstuhl. Doch ihrer Freundschaft tat der Unfall keinen Abbruch, im Gegenteil. Was ihre Beziehung so besonders macht, das hören wir von Mitch Schreiner. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Wie weit eine Freundschaft gehen kann, das weiß Anja Dabrowski. Sie und ihr bester Freund haben sich entschieden, nicht nur Freunde, sondern auch Eltern zu sein. Wie das ihre Beziehung zueinander verändert hat, das verrät uns Anja Dabrowski. Herzlich willkommen. Enge Freunde sind für die meisten Menschen ein wichtiger Baustein zum Glück, weiß Dr. Ina Schmidt. Laut der Philosophin und Kulturwissenschaftlerin ist es deshalb essentiell, die Beziehungen zu unseren Ängsten immer wieder zu pflegen. Herzlich willkommen, Frau Schmidt, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Jetzt stellen wir uns hier mal kurz vor, wir hätten keine Freunde. Was würde uns fehlen, Frau Dabrowski? Eine Menge. Ich würde sagen, Sicherheit, irgendwie so eine Art auch Zuhause in Menschen. Und ich glaube, mir würde auch fehlen ganz viel Chance auf Entwicklung, weil ich nehme ja so viel mit von meinen Freundinnen. Wenn Sie das sagen würden, Sie haben eine seit Jahrzehnten gewachsene Freundschaft, was würde fehlen, wenn Sie sich nicht hätten? Wir sind so aneinander gewachsen auch. Also das ist ja auch, sind füreinander da, also wenn Schwierigkeiten sind. Was aber nicht heißt, dass man jetzt immer irgendwie auch ständig eng zusammen sein muss, sondern das entwickelt sich ja auch. Und diese ganze Entwicklung nicht zu haben, wäre schon sehr schade. Wenn man sich das so vorstellt, das ist ja was Wichtiges und es hört sich so selbstverständlich an, aber schützen uns Freundschaften zum Beispiel auch vor Einsamkeit? Ja, bestimmt. Also ich sehe das Gleiche. Ja, man sitzt ja nicht immer zusammen oder ist so eng. Und man weiß aber, da ist auch jemand, den kann man kontaktieren, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Wie wichtig sind Freundschaften für unser Leben, Frau Schmidt? Also ganz existenziell. Also gerade weil ich glaube auch, dass wir als Menschen sowieso als soziale Wesen auf die Welt kommen. Wir sind von der ersten Minute, von dem ersten Moment an auf jemanden bezogen. Meistens sind es dann in dem Fall
die Eltern. Aber es gibt natürlich dann eben die schöne Entwicklung, dass wir uns Menschen auch aussuchen, also auf Menschen stoßen, die eine besondere Bedeutung bekommen und die wir dann sozusagen freiwillig wählen als LebensbegleiterInnen oder als Menschen, die uns dann wichtiger sind vielleicht als andere. Und ich finde es ganz schön, es sind gerade schon die Begriffe Entwicklung und Wachstum gefallen. Also man wäre einfach ein anderer Mensch ohne Freunde. Wenn Sie so spontan sagen würden, wie viele Freunde haben Sie? Wie viele Freundinnen und Freunde? So eine Zahl, circa? Eine Handvoll. Eine Handvoll. Ich würde jetzt auch einen satte Kern, so 5 Stück. Ja, ja, ist das typisch, dass man so sagt, maximal eine Handvoll gibt es? Ja, das ist ganz interessant. Deswegen schön, dass die Handvoll gleich fällt. Also ja. Es gibt natürlich Untersuchungen, Studien dazu, dass sich eben Gruppierungen von Menschen, die in irgendeiner Weise in Beziehung stehen, meistens ab einer bestimmten Anzahl dann wieder verändern, zu etwas anderem werden. Und meistens ist es tatsächlich so, dass Menschen sagen, wenn ich wirklich von guten, von wahren oder besten Freunden spreche, dann sind es eben diese berühmten bis zu 5. Mhm. Sie gehören auf jeden Fall zu diesen sehr, sehr guten Freundinnen. Frau Schenk-Luhn, Frau Buini, Sie kennen sich seit mehr als 40 Jahren. Sie haben Höhen und Tiefen zusammen erlebt. Sie haben auch vor einigen Jahren Schicksalsschläge erlebt und sich da unterstützt. Aber fangen wir erst mal woanders an. Was gibt es Ihnen zu wissen, da ist eine Freundin, die weiß, wie ich vor 40 Jahren war? Das ist halt ganz egal, wie lange wir uns nicht sehen. Und das kann ja auch schon mal eine längere Zeit sein. Oder ist vielleicht auch mal ein Jahr oder zwei in bestimmten Phasen gewesen. Aber wir können ja sofort immer wieder da ansetzen, wo wir vorher aufgehört haben. Weil da schon so viel war. Wir brauchen nichts erklären, ja. wer ist die Personen, die in dem jeweiligen Leben eine Rolle spielen. Mhm. Vielleicht, wenn da jemand Außerordentliches Neues dazugekommen ist oder so. Aber wir wissen ja, wir sind sofort im Bilde und können über das reden, was uns gerade bewegt. Frau Schenk-Luhn, beschreiben Sie doch mal, wie war sie denn vor 40 Jahren? Oh, wie sie vor 40 Jahren war. Ja, eine ganz junge Frau. Die voller Ideen steckte, die gar nicht dem typischen Rollenbild von einem jungen Mädchen, kann man mal sagen, entsprach, die zum Beispiel, als wir zusammen gewohnt haben, irgendwie dann gesagt hat, ich will mir mein Zimmer jetzt mal neu einrichten, ich baue mir ein Regal. Ja, und dann hat sie das gemacht. Sie hat Holz gekauft, sie hat irgendwie mit bescheideneren Mitteln, als das heute ist, da gibt es noch keinen Akkuschrauber. Also ich habe staunend davor gestanden und das hat mich total inspiriert. Also ich kannte von zu Hause, das macht der Papa oder vielleicht auch ein Handwerker. Und das übertragen auf ganz viele andere Lebensbereiche, das ist für mich etwas, also wenn ich daran denke, was machst du für mich aus, dann ist das Inspiration, ganz viel Inspiration. Und umgekehrt? Auch. Also es ist eine ganz große Qualität, ist, dass so gute zuhören können. Also man hat immer, das ist auch, was auch so aktiv zuhören können und auch, also ohne Bewertung, sondern mit ganz viel liebevoller Begleitung auch immer wieder. Das ist sehr, sehr schön. Aber Bärbel hat dann auch, also ich meine, damals, wir haben halt in der Wohngemeinschaft gelebt zu einer Zeit, wo es noch nicht unbedingt üblich war. Mhm. Wir haben nach unseren Frauenleben gesucht, wo es eigentlich noch angesagt war, heiraten und Kinder kriegen. Also wir waren frauenbewegte Frauen, wir waren friedensbewegt, wir hatten Ideen und Vorstellungen, was wir machen wollten und wie wir in diese Welt gehen wollen. Ich glaube, das hat auch dieser humanistische Grundgedanke, glaube ich, dieses, also auch selbst etwas an sich, also Selbsterfahrung, selbst etwas an sich so ändern oder aus sich machen zu wollen. Das hat, glaube ich, auch ganz viel so vom Kern der Freundschaft ausgemacht. Und wie haben wir uns das so vorzustellen? Ich stelle mir das gerade so bildlich auch vor, Sie in der Wohnung. Heißt das auch dann so, was weiß ich, bis nachts miteinander reden? Und, oder wie haben Sie das so gelebt damals? Ja, wir sind also natürlich teils jeder seine eigenen Wege gegangen oder ihre eigenen Wege, haben Beruf ausgeübt oder studiert und aber es war uns eben ganz wichtig, immer wieder zusammenzukommen, zusammen zu kochen, zusammen zu essen. Und es hat so manche Nacht, es ist spät Nacht geworden, ja. Ein Fläschchen Wein dabei. Sie haben ja auch Meilensteine des Lebens geteilt. Sie waren, glaube ich, dabei, als Sie, Frau Buini, Ihren Mann kennengelernt haben. Genau. Was war das denn für eine Situation? Ja, das war dann eben auch so schon eine andere Wohngemeinschaft. Und wir haben Geburtstag gefeiert. Und dein Mann ist als Freund von einem anderen Freund, der von einer Freundin eingeladen wurde, mit dabei gewesen. Wir haben gespielt, wir haben ganz oft
oft gespielt. Wir haben gerne Pantomime gespielt, also dass man etwas dargestellt hat. Und bei diesem Spiel, es hat viel Spaß gemacht, es war eine gute Stimmung. Und dabei seid ihr euch näher gekommen. Ja. Das konnte man beobachten. Ja, und da haben Sie auch schon sowas gespürt. Ich meine, man spürt, da kennen sich zwei. Ja. Ja? Mhm. Sie haben auch gesagt, eine Freundschaft hat auch was mit Vertrautsein zu tun. Heißt das, das ist auch eine Entwicklung, da wächst etwas, das braucht vielleicht auch Zeit? Ja, ich finde das Bild ganz schön, dass man manchmal Menschen erkennt, in denen sozusagen das Potenzial von Freundschaft schlummert. Mhm. Also dass man das Gefühl hat, da begegnet mir gerade ein Mensch, ein Gegenüber, da könnte was draus werden. Und eben möglicherweise keine Liebesbeziehung, sondern eben eine freundschaftliche Sympathie, hat das Max Scheler mal genannt. Also eine Form von Übereinstimmung. Also auch das, was gerade so anklang, so diese gemeinsame Art, auf die Welt zu schauen, sich irgendwie zu orientieren, Dinge im Gespräch herauszufinden. Das sind natürlich Dinge, die gerade in dieser Praxis der gelebten Freundschaft dann auch notwendig sind, um genau dieses Potenzial zu irgendetwas werden zu lassen. Mhm. Und die Denkerin Hannah Arendt hat das mal ganz schön gesagt. Sie hat gesagt, es gibt keine 20 Minuten alte Freundschaft. Es ist etwas, was wächst und gedeiht, was gepflegt und gehegt werden will. Und das braucht eben Zeit und gemeinsame Erfahrungen. Und die haben Sie gemacht. Sie haben beide auch Familien gegründet. Wer war die erste eigentlich? Also mit Kindern war, also ich, mein drittes und ihre Tochter sind zeitgleich. Zeitgleich? Okay, haben Sie sich da zum Beispiel dann auch ausgetauscht in der Schwangerschaft und danach? In der Schwangerschaft schon, aber dann bist du ja, also kurz bevor unsere Kinder geboren waren, bist du nach Tansania ausgereist. Das war aber auch besonders, weil wir uns geschrieben haben. Und zu der Zeit gab es noch kein WhatsApp und Telefonieren war sündhaft teuer. Und das ist heute noch schön, diese Briefe in die Hand zu nehmen. Und ich spüre das gleich wieder, wie schön das war, diese Briefe zu bekommen und auch eine Rückmeldung zu bekommen zu dem, was ich geschrieben habe. Und so waren wir uns über eine Entfernung, keine Ahnung, wie viele Tausende von Kilometern das sind, trotzdem nah und verbunden. Es ist toll, dass wir diese Verbindung irgendwie so spüren. Und danke, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Das ist sehr schön. Sie haben Erzieherin gelernt, haben sich aber auch immer weiterentwickelt, Neues ausprobiert. Sie haben Hebamme gelernt, haben aber auch sehr viel Verantwortung übernommen, sich auch engagiert. Haben Sie sich auch dort, weil Sie haben gesagt, dieses Wachsen, dieses Weiterentwickeln, haben Sie sich auch dort unterstützt? War das auch Teil der Freundschaft? Auf jeden Fall. Ja? Also sowohl in dem Schritt dahin, also ich habe ja angefangen mit der Ausbildung zur Erzieherin und als ich dann irgendwann merkte, so das reicht mir nicht, das war oft eben, was du, eine Person, die mir geholfen hat, mich so wieder einzunorden. Man hat dann viele Ideen und könnte es dies und jenes sein und dass es eine Unterstützung war, den Weg, den ich mir schon eigentlich ausgedacht hatte und vorgenommen hatte, auch wirklich zu gehen. Also nicht irgendwie, oh, kannst du nicht machen oder mach lieber dies, also nicht irgendeine Art von Bevormundung, sondern tatsächlich eine Unterstützung. So wie du es machst, ist es gut. Haben Sie das auch? Also wir reden noch über Ihre Freundschaft zu Bernd, aber hat es das auch ausgemacht für Sie über die Jahrzehnte, dass man sich unterstützt, dass man auch Mut macht, dass man ja auch in diesen Situationen da ist, auch wenn es um berufliche Fortschritte geht? Ja, natürlich. Man hört dann auch auf die Ratschläge des Freundes, ne? Und der Freund weiß ja mehr als alle anderen über einen selbst. Ja. Und selbst die Mutter weiß nicht so viel wie jetzt mein Freund und sowas. Und logisch, das ist dann schon wichtig, ja. Sie haben ja auch gesagt, man sieht sich gar nicht immer. Mhm, ja. Aber es gibt keine Vorwürfe. Wie ist es denn dann, wenn Sie sich nach längerer Zeit mal wiedersehen? Ist das gleich? Beschreiben Sie mal, Frau Bruni, wie ist das so? Das ist wirklich sehr, sehr schön. Weil da kein Anlauf nötig ist. Ja. Und das ist, wir versuchen auch schon immer irgendwie aneinander dran zu bleiben. Wie machen Sie das? Ja, also wenn ich merke dann irgendwann auch, jetzt habe ich aber Bärbel lange nicht angerufen oder mich lange nicht gemeldet. Mhm. Oder wenn ich weiß, dass wichtige Schritte bevorstehen. Die haben ja jetzt, ziehen in ein Wohnprojekt und haben ihr Haus aufgelöst und
Das sind natürlich unglaubliche Schritte im Leben, das Haus zu verkaufen und aufzulösen. Mhm. Und dann sind wir auch noch mal hingefahren und haben halt ein Wochenende in dem Haus noch mal zusammen verbracht, um uns so auch mit zu verabschieden, ne? Weil ich finde, das ist schon ein enormer Schritt jetzt. Ich hätte da wohl auch Lust zu, aber das ist wieder was anderes. Ich lebe meine Familie, also wir leben in so einem Mehrgenerationenhaus. Mhm. Aber das mit dem Wohnprojekt zum Beispiel, finde ich, ist jetzt auch wieder eine tolle neue Entwicklung. Sie haben beide auch fast zeitgleich vor 4 Jahren Schicksalsschläge erlebt. Ihr Enkelkind ist tot zur Welt gekommen und Ihre Tochter ist nach langer Krankheit, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Mhm. Welche Rolle hat in dieser Zeit auch Ihre Freundschaft gespielt? Ja, also ich, für mich was in der Zeit ganz, ganz, ganz besonders wichtig, Freundinnen, Freunde zu haben. Und das, ich habe, also wir haben vorhin davon gesprochen, wie viele Freunde. Und bei mir sind es bestimmt mindestens 2 Hände voll. Aber es ist auch richtig, dass es so ist, wenn ich sagen würde, welche Freundinnen sind wirklich Freundinnen fürs Leben, dann sind es 3. Mhm. Und eine von ihnen sitzt hier. Und jede von diesen 3 Freundinnen hat eine ganz besondere Rolle in dieser Zeit gespielt. Ich hätte nicht überlebt ohne diese Freundin. Ich habe meinen Mann natürlich auf jeden Fall sehr gebraucht in dieser Zeit, aber meine Freundin, gar nicht das jetzt bewerten werde, also die waren auf jeden Fall ganz enorm wichtig in dieser Zeit. Und du warst besonders wichtig für mich, weil du mir eben gesagt hast, du kannst mich immer anrufen. Also eine Freundin ist ganz nah bei mir, wir leben nicht weit voneinander entfernt. Die war bei mir und hat mir ganz bei praktischen Dingen geholfen und hat mir zugehört, tatsächlich face to face. Und das war für uns so gar nicht möglich. Aber dieses Angebot, ich kann dich anrufen, wann immer ich möchte. Und ich habe es auch genutzt. Ich habe dich aus Sitzung geholt. Und das war so wunderbar, einfach dann zu wissen, in so einem Moment, da ist jemand und ich kann Rotz und Wasser heulen. Und die hört mir zu. Wie schwer war die Zeit auch für Sie? Ich meine, Sie kannten die Tochter ja wahrscheinlich auch gut. Ja, das ist immer noch schwer. Das hört auch nicht auf. Es gehört zu unserem Leben dazu. Ja. Ist es richtig, dass Sie Ihrer Freundin auch angeboten haben, nach Ostfriesland zu Ihnen zu kommen, einfach mal um Abstand zu gewinnen? Ja. Wie wichtig war das einfach? Das Angebot zu haben? Ja, großartig. Das ist einfach so, also in so einer Zeit ist es manchmal einfach nicht auszuhalten in den eigenen 4 Wänden. Also unsere Tochter ist zwar nicht dort gestorben, ist in den Niederlanden gestorben, wo sie gewohnt hat und gelebt hat die letzten Jahre. Und wir sind aber dann eben wieder, nachdem wir sie beerdigt haben und alles abgewickelt haben, Wohnung aufgelöst, und sind wir nach Hause gefahren und dann saßen wir da, wir beiden Olschen, in unserem Haus. Und da war irgendwie keine Freude mehr. Und es war toll, dass dann Menschen da waren, die uns unterstützt haben. Und es war eben auch ganz besonders, so ein Angebot zu bekommen, komm doch einfach mal raus, irgendwie Tapetenwechsel. Und dann umsorgt zu werden auch. Also das war ein ganz besonderer Aspekt auch. Dieses einfach Dasein, ist das auch einfach ein Teil von Freundschaft, der uns ganz viel gibt? Ja, eben nicht nur einfach da sein, ne, sondern wirklich in diesen schweren Zeiten da sein. Also in diesen Lebensbedingungen, die man sich nicht ausgesucht hätte, die nicht zu dieser Bereicherung dazugehören, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man sich so an gute Freundschaften, mit denen man sich wohlfühlt oder wo es einfach eine gute gemeinsame Zeit ist, sondern diese Bewährungsproben, die es ja dann in dem Moment sind, zu sehen, dass da etwas trägt und wirklich Halt gibt und so tief verwurzelt ist in dem, was der andere oder die andere für einen ist, dass es eben auch gar kein, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass es überhaupt kein Müssen ist, keine Verpflichtung, sondern eine selbstverständliche Fürsorge für den anderen als die Person, die er ist oder sie ist. Und das ist, glaube ich, genau das, woran man dann wiederum auch weiter wächst und wieder das Gefühl bekommt, das ist eine Bestätigung für dieses Gefühl von Freundschaft, das natürlich äußerst kostbar und eben, glaube ich, auch selten ist. Sie haben am Anfang so schön beschrieben, was Sie an ihr haben und auch gegenseitig. Wenn Sie es noch mal zusammenfassen, was haben Sie an ihr und an der Freundschaft? Also es gibt ganz viele Momente, die man gar nicht zusammenfassen kann jetzt, die wirklich auch ganz entscheidend waren. Ich musste auch eine schwere Entscheidung treffen, weil meine Mutter hat 16 Jahre bei uns gelebt und das ging nicht mehr.
Und ich konnte mir das aber gar nicht eingestehen. Und dann ist natürlich jemand, die wirklich sich mit Demenz viel beschäftigt hat, sich irgendwie in diesem ganzen Thema gut auskannte, unglaublich wichtig für mich gewesen. Also es, und ja, zu überlegen, wie gehen wir mit der Situation um. Ne? Also es ist einfach die Tatsache zu wissen, so neben, also es gibt immer verschiedene andere, aber Bärbel ist immer so ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler in meinem Leben, auf den ich auf keinen Fall irgendwie verzichten möchte, wenn ich wichtige Entscheidungen zu treffen habe und ja, wenn mir etwas Schwierigkeiten macht, aber auch um Freude zu teilen. Das finde ich ganz wichtig. Freundinnen fürs Leben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Was haben Freundschaften, vielleicht auch anderen Beziehungen voraus? Ah, ich glaube, das Problem ist manchmal, dass wir gerade, weil wir auch tatsächlich manchmal sprachlich das Problem haben, diese anderen Beziehungen dann zu benennen, haben wir manchmal so das Bedürfnis, das so abzugrenzen. Und ich glaube, dass Freundschaft eine besondere Qualität in Beziehungen ist, die sich auch in Ehen, in Partnerschaften, in unterschiedlichsten Gemeinschaften wiederfinden kann, sodass man das gar nicht sozusagen definieren muss. Hat das was mit Seelenverwandtschaft zu tun? Vertrautsein haben wir schon mal genannt. Hat das auch was mit Seelenverwandtschaft zu tun? Ja, Seelenverwandtschaft ist ja ein Begriff, der stammt tatsächlich auch schon aus der griechischen Antike. Mhm. Also Aristoteles als einer der Ersten, der mal so eine theoretische Arbeit versucht hat über das, was Freundschaften eigentlich sind und ausmachen, hat eben diesen Begriff der Seelenverwandtschaft auch eingeführt. Ich glaube, dass uns da heute, gerade in der gegenwärtigen Lebensweise, wie wir sie pflegen, manchmal so ein Ideal vorschwebt, was wir häufig gar nicht so richtig erreichen können. Also diese komplette Übereinstimmung, dieses Verstehen ohne Worte zu brauchen, das entsteht möglicherweise manchmal über die Jahre durch die gewachsene Beziehung. Aber ich glaube, wir müssen es gar nicht so sehr wollen. Also es ist vielleicht etwas, was momenthaft erscheint, was uns möglich ist, was wir vielleicht an besonders schönen Abenden oder eben in besonderen Grenzsituationen erleben. Aber ich glaube nicht, dass Seelenverwandtschaft etwas ist, was wir brauchen, damit wir von Freundschaft sprechen können. Und Glück? Hat das was mit Glück? Können wir glücklich sein ohne Freunde? Nein. Das ist doch mal eine klare Aussage. Nur, und das ist auch ein schönes Gespräch, was ich mal mit einem Menschen geführt habe, der tatsächlich nach einer Veranstaltung kam und sagte, er hätte jetzt irgendwie ein Problem, weil er hätte das Gefühl, er sei eigentlich glücklich, obwohl er keine Freunde hätte. Und gute Bekannte und Kumpel und all diese Menschen schon, aber eben das, was wir in dieser Veranstaltung besprochen haben, das würde er eigentlich nicht kennen. Und in dem Gespräch entstand dann aber eigentlich die schöne Erkenntnis, dass er sehr gut mit sich selbst befreundet ist. Und dass es eben dort eine freundschaftliche Idee von etwas gibt, was er auch in einer Art Zwiegespräch mit sich selbst finden kann. Und insofern, glaube ich, ist es auch da wieder eine besondere Qualität, die sich durchaus auch auf sich selbst richten kann. Selbstfreundschaft, so als Begriff, können Sie damit was anfangen? Glauben Sie, dass das wichtig ist? Ja. Also ich glaube, dass es auch was ganz Wichtiges ist in unserer Freundschaft, dass es nicht, also ich, dass es nicht ist, ich kann nicht ohne dich, also sondern erstmal bin ich. Mhm. Und weil ich so bin, wie ich bin, kann ich gut mit dir befreundet sein. Das ist, glaube ich, irgendwie, also die Freundschaft mit sich selbst kommt zuerst, glaube ich, ist das Wichtigere. Manchmal gibt es auch Freundschaften, die sind, ja, die haben eine ganz besondere Bedeutung und die sind auch in ganz besonderen Situationen entstanden. Das ist bei Ihnen zum Beispiel so. Frau Lau, Herr Schmidt, Sie sind zu Freunden geworden. Kann man sagen, er hat Ihr Leben gerettet? Absolut. Ja? Also unsere Freundschaft begann anders wie andere Freundschaften. Normal lernt man sich kennen, dann findet man sich sympathisch, entwickelt sich vielleicht eine Freundschaft. Roman war für mich schon da, anonym, wo ich im Schwester Zeit in meinem Leben eigentlich stand. Ich habe eine Stammzellenspende gebraucht. Er war dann mein Spender. Ich habe mich dann vorab eigentlich auch schon 100% auf ihn verlassen, verlassen müssen, dass er nicht vorab abspringt. Ja. Wie ist das, wenn Sie das so hören? Sie haben ein Leben gerettet. Haben Sie sich an diesen Gedanken gewöhnt oder ist das immer noch etwas sehr Besonderes für Sie? Es ist was Besonderes geworden. Am Anfang konnte ich das nicht so richtig greifen, verstehen. Weil für mich war das einfach selbstverständlich, das zu machen. Aber erst, wo das erste Treffen war und ich ihren Lebensgefährten kennengelernt habe und da die,
die Tränen in den Augen gesehen habe, habe ich erst begriffen, okay, ich habe was richtig Tolles gemacht. Wow. Holen wir diese Zeiten einfach noch mal nach und nach zurück. Vor 6 Jahren haben Sie die Diagnose Leukämie bekommen, Blutkrebs. Sie haben Chemotherapien bekommen. Es sah auch kurz so aus, als würde der Krebs verschwinden. Aber dann waren die Werte wieder schlechter. Ein Rückfall stand zu befürchten. Und es war klar, Sie brauchen einen Stammzellenspender. Ihr Bruder kam nicht in Frage. Jetzt zu warten, ist da einer? Ist ein Spender da, der passt? Wie aufreibend haben Sie diese Zeit erlebt? Also ich muss auch noch kurz ausholen. 2018 wurde zum ersten Mal eine Spendeanfrage gestartet. So im Nachhinein war das dann auch schon der Roman. Wurde er auch schon angefragt. Dann habe ich ja schon gedacht, ah ja, okay, da wird es vielleicht jemand geben, wenn die Spende doch noch kommt. Dann hat sich alles zum Gute gewendet, vorerst mal. Ja. Bei den Nachuntersuchungen kamen dann halt gewisse Ergebnisse raus, wo ein Rückfall abzeichnen könnte. Ja. Dann habe ich mich noch in verschiedene Studien begeben, auch in der Uniklinik Heidelberg. Und parallel wurde dann noch mal ein Suchlauf gestartet, noch mal der Roman angeschrieben. Ja. Und dann haben sich die Blutwerte so gut gebessert, dass es der absolut beste Zeitpunkt wäre für eine Transplantation. Und dann wurde Roman zum dritten Mal wegen mir angefragt gehabt. Und dann hatte ich natürlich schon die Befürchtung, gibt es diese Person noch? War sie vielleicht selber erkrankt? Wurde sie aus der Datei genommen? Altersbedingt? Verzogen? Keine Adresse mehr hinterlegt? Was vielleicht für eine andere Spende gesperrt? Man ist dann auch noch monatelang gesperrt. Und wie war dann dieser Moment, als Sie erfahren haben, es gibt ihn noch? Es kann jetzt losgehen? Es gab dann einen Anruf, ja, Frau Lau, so und so viel, da startet die Spende. Das war kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt. Da komme ich jetzt nicht mehr raus, das machen wir jetzt. Und, ja. Ist es richtig, dass Sie am Tag der Transplantation dann noch mal eine besondere Nachricht bekommen haben, auch ein besonderes Foto? Ich habe das Foto selber gemacht von den Stammzellen vom Roman, also wie sie mir angebracht wurde über den Katheter im Hals. Und dann habe ich mir ein Foto gemacht, hat der Arzt noch kurz hochgehoben. Und dann habe ich als WhatsApp-Status Happy Birthday to me. Ja. Das war dann mein Status. Ja. Ja. Sie waren ja, Sie wussten, es gibt einen Spender. Mhm. Aber es ist ja so, dass die Daten von der zuständigen gemeinnützigen Organisation DKMS ja anonym gehalten werden. Was wussten Sie überhaupt irgendwas? Alter? Keine Ahnung, Geschlecht, wussten Sie irgendwas? Also vorab habe ich immer wieder nachgefragt, ja, wo kommt der denn her? Nee, Frau Lau, nee, das ist absoluter Empfängerspenderschutz. Ich habe dann in dem Tag der Transplantation auf den Beutel geschaut und habe gesehen, oh, Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart. Ich komme ja aus dem Landkreis Heilbronn, dann ist es so, okay, jetzt wird es spannend. Aber weiterhin nichts, gar nichts. Also ich durfte gar nichts erfahren. Wie lange waren Sie denn schon, Herr Schmidt, als möglicher Spender registriert? Das ist, glaube ich, bestimmt jetzt schon 8 Jahre her. Sieben, acht Jahre. Und wie war das dann, als Sie die Nachricht bekommen haben? Das ist ja wie so ein paralleles Erleben, ne? Als Sie die Nachricht bekommen haben, wo jetzt geht's los? Jetzt ist tatsächlich der Tag, jetzt werde ich gebraucht? Da habe ich mich erst mal verarscht gefühlt, weil bezüglich der Situation, wo sie gesagt hat, dass sie 2018 erkrankt ist und 2019 noch mal was war, wurde ich wirklich angerufen und musste auch Blut abgeben, also zum Hausarzt, Ampullen vollmachen, zurückschicken. Habe dann beim ersten Mal Bescheid bekommen, nee, ist nichts, hat sich erledigt. Beim zweiten Mal habe ich gar keine Antwort bekommen. Und beim dritten Mal war es ein Tag vor Weihnachten, wo sie mich angerufen haben. Und da habe ich erst mal gesagt, okay, sie wollen mich verarschen. Dann sagen sie, nein, Herr Schmidt, es ist wirklich wahr. Und dann war klar, ja, ich bin da. Nur damit wir das mal wissen, es geht ja um eine wirklich lebensbedrohliche Situation. Sie brauchten diese Spende. Jetzt wissen viele, glaube ich, gar nicht, was das heißt, ja, Stammzellenspender zu sein. Schmerzt das? Wie läuft das dann ab? Es gab ja schon mal eine Voruntersuchung, 2 Wochen oder 3 Wochen, bevor mir das entnommen worden ist. Da wird alles gecheckt, ob die Organe in Ordnung sind, bei mir alles körperlich in Ordnung ist. Danach bin ich einen Tag, bevor sie die Spende bekommen hat, kam ich dann ins Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und wurde angeschlossen. Bedeutet, mir wurde ein Katheter hier angelegt und rechts. Ich saß da. Dann wird das Blut von der einen Seite entnommen,
wird durch einen Filter gefiltert, werden die Zellen rausgefiltert und kommt das Blut wieder auf der anderen Seite raus. Davor musste ich mich 5 Tage spritzen, damit sich die Zellen in der Blutbahn bilden, damit man sie später natürlich dann rausfiltern kann. Aber es ist jetzt nicht besonders schmerzhaft? Das einzige Schmerzhafte ist, beim Spritzen danach merkt man irgendwann mal ein Ziehen ein bisschen im Rücken. Mhm. Aber das ist alles aushaltbar. Also ist das auch ein Teil Ihrer Botschaft, man kann da Leben retten? Wenn definitiv. Ja. Das ist ein ganz, ganz kleiner Aufwand, wo man viel erreichen kann. War Ihnen denn dann klar, wenn das was wird, dann will ich auch wissen, wer... Absolut. Ja, das war klar. Mhm. Ja. Also das war mein großes Ziel, erstmal die 100 Tage zu überleben. Mhm. Dann ging es ja weiter, dass 6 Monate vorbei waren, nochmal größere Untersuchungen, Knochenmarksuntersuchungen. Die waren alle top und dann habe ich gedacht, jetzt bestelle ich mir Briefpapier bei Amazon. Genau, und ich will jetzt einen Brief schreiben. Diese also, Menschen absolut Danke sagen. Der Roman hat mir ja klar das Leben gerettet. Er hat mir aber erst mal die Chance überhaupt gegeben, wieder gesund zu werden. Sie wussten ja immer noch nicht, überhaupt nicht, wer es ist. Was haben Sie dann geschrieben, ohne zu wissen, wer es ist? Ich habe Hallo Zwilling. Oder lieber Zwilling, hallo Zwilling. Oh, ist das hier genau das? Wir sehen gerade lieber genau. Zwilling. Okay. Ja, lieber Zwilling. Ja. Dass er für mich da war, die schwierigste Situation in meinem Leben. Dass er mir halt Zeit damit geschenkt hat. Dass ich ihm dankbar bin, dass er das überhaupt auf sich genommen hat. So selbstverständlich. Ja. Und natürlich habe ich auch geschrieben, wie es mir geht. Dass es kleine Baustellen noch gab. In dem Zeitraum, genau, dass es mir gut geht und dass ich mich freuen würde über eine Nachricht, aber auch akzeptieren würde, wenn er keinen Kontakt möchte. Aber es musste alles noch so anonym? Anonym, also ich durfte den Brief nicht verschließen. Die Briefe werden dann bei mir in der Klinik in Heidelberg, wurde es vorab gelesen. Also kein Name, kein Datum der Spende, wo die Spende aufgrund von Empfänger-Spenderschutz und durch die ganze Social Media kann man das halt doch zurückverfolgen. Warum ist es so wichtig, dass es anonym ist? Da es halt auch nicht klappen kann. Mhm. Ja. Wenn Sie sich noch mal an diese Situation erinnern, haben Sie damit gerechnet, dass da ein Brief kommt? Nein, man hat gehofft, ja. Also ich habe immer gehofft, dass ich irgendwie eine Antwort bekomme. Aber gerechnet habe ich damit wirklich nicht so, dass ich... Oder ich habe nicht damit gerechnet, dass da was kommt. Und wie war es, als Sie dann den Brief erhalten haben? Ich war erst mal geschockt. Geschockt? Ich war erst mal geschockt. Ich so, was ist das jetzt? Und dann habe ich den Brief aufgemacht und gesehen, oh, sie lebt, ihr geht's gut. Krass, cool. Also mega, es war echt unbeschreiblich. Es war echt toll. Dann haben Sie auch geantwortet? Ja, also die Antwort, die kam... glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen später hast du, glaube ich, bekommen. Genau. 3 Wochen. Habe ich dann zurückgeschrieben, genau. Und man hat schon beim Schreiben, also gerade weil Sie gesagt haben, wegen Social Media, da ist meine Frau so ein bisschen dahinter bei Instagram. Mhm. Und da gab es in dem Zeitraum auch ein anderes Mädchen, wo dann auch eine Stammzellenspende bekommen hat, im gleichen Zeitraum. Und da haben wir immer gedacht, das ist die. Aber nach dem Schreiben raus, die kam nicht aus dem Schwabenländle. Mhm. Sage ich immer, aus dem Schreiben raus hat man dann gemerkt, okay, sie muss in der Nähe hier wohnen, weil dann schon ein bisschen das dahinter gesteckt hat. Haben Sie dann auch versucht, irgendwie aus der Schrift, haben Sie auch handschriftlich geschrieben, da irgendwas rauszulesen? Oder? Also beim ersten Brief war es noch so, ja, kann Mann, Frau. Aber dann durch den zweiten Brief ging es dann eigentlich in Richtung Mann, die Tendenz, genau. Weil meine Frau hat er dann... Ja, genau, stimmt. Und früher Fußball gespielt, geht jetzt aber nicht mehr zeitlich. Dann habe ich schon gedacht, okay, vielleicht Nachwuchs bekomme irgendwie. Ich habe dann extra reingeschrieben, dass ich in der Weinberge Fahrrad fahre, dass Weinberge ja nicht so oft in Deutschland gibt. Stimmt, das lässt auf eine Region schließen. Ja, oder auf mehrere. Genau. Ja. Mhm. Ich habe dann auch immer wieder noch nachgefragt, auch in der Klinik, ja, die Zellen kamen von Stuttgart, kommt er jetzt von der Gegend? Nee, Frau Lau, das kann auch von wo ganz anders herkommen. Und dann, als Sie dann so ein bisschen sich ausgetauscht haben, war dann schon der Wunsch da auch, sich zu sehen irgendwann? Also von meiner Seite auf jeden Fall, ja. Ja? Definitiv. Irgendwann war es ja dann so weit, dass die Daten freigegeben werden. Mhm. Wie war das denn? Also nach einem Jahr, also
besser gesagt, 2 Jahre anonym Kontakt gehabt, Brieffreundschaft. Und nach 2 Jahren durfte mir das Anonyme aufheben lassen. Ich habe dann meine Daten freigegeben. Der Roman hat sie dann auch gleichzeitig freigegeben. Und dann auf einmal kam dann der Brief: Roman Schmidt, Bietigheim, okay, 30 Kilometer von mir entfernt. Ich habe dann erst noch mal geguckt, die Postleitzahl. Ja, gut, das ist tatsächlich Bietigheim, okay. Ja. Und dann natürlich gleich die Handynummer abgespeichert, gleich WhatsApp. Das Bild mal geguckt, okay. Aber wie sieht er aus? Ja. Mhm. Erst mal einen Namen gehabt, okay. Ja. 2 Jahre jünger wie ich, gut. Mhm. Bild gesehen, gut. Ja. Und so ging es dann los. Habe ich ihm dann die erste. Marcel hat gleich mal gegoogelt. Ja, genau. Und mein Lebensgefährte hat gleich mal gegoogelt, was das überhaupt für ein Typ ist. Ja. Man weiß ja nie. Ja. Und umgekehrt? Ich hatte vorher die Daten. Weil bei ihr war es per Post gekommen, bei mir ist es über E-Mail passiert und die Nummer sofort abgespeichert. Und natürlich auch erstmal überraschend, wo ist das? Das ist schon nur 30 Kilometer entfernt. Ich so, krass, okay. Dann 1-2 Tage später habe ich dann gemerkt, jetzt ist ein Bild da bei WhatsApp. Also sie hat meine Nummer gespeichert. Mhm. Und dann war so der Punkt da, soll ich jetzt schreiben? Soll ich sie lassen? Und dann war immer so der Punkt, ich warte, bis sie antwortet oder mal was schreibt. Und dann? Also jetzt hat man die Daten, man weiß, 30 Kilometer ist nicht so weit entfernt. War dann schon der Impuls, ach komm, lass uns mal treffen? Ich habe dann die erste WhatsApp geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, die beginnt, glaube ich, lieber Roman, mit ordentlich Herzklopfen. Schreibe ich dir die erste WhatsApp. Mhm. Genau, und dann habe ich auch gleich ein Bild geschickt von meinem zweiten Geburtstag mit so einem großen Zweier-Luftballon. Mhm. Genau, dann haben wir... Ja, dass ich halt lang auf den Tag gewartet habe, die 2 Jahre, und dass er jetzt dann doch so schnell kam. Und dann kam auch gleich eine Antwort von Roman. Sofort, ja. Und dann haben Sie sich irgendwann auch getroffen? Wir haben dann ordentlich auch Fotos gegenseitig geschickt, was seine Hobbys sind, Urlaube, alles Mögliche. Haben wir dann so ein bisschen voneinander erzählt und dann haben wir einen Termin klar gemacht für den Sommer. Mhm. Und dann kam der Tag. Sind wir ganz aufgeregt, mein Freund und ich, hinterm Küchenfenster gestanden. Also er ist zu Ihnen? Ja, genau, mit seiner Frau und mit der großen Tochter. Mit der Kleinen, die große, oder der Schwiegereltern. Da kommt, stimmt, mit der Kleinen. Da kommt der mir das Leben gerettet hat. Und dann, da kommt jetzt ein Auto. Nee, doch nicht. Da jetzt. Und dann auf einmal war er da. Ja. Und? Wir können sich an die Situation erinnern, als er irgendwie ausgestiegen ist? Hi, ich bin Nina. Und dann haben wir uns ordentlich in der Abend genommen. Ja. War schön. Also. Total. Und endlich habe ich dann tatsächlich den Typ auch bei mir auf der Terrasse sitzen. Ja. Den Typ? Ja, der Typ. Es ist wunderbar. Hey. Ja. Ja. Wie war das für Sie? Ich meine, sowas kann ja, das ist ja unheimlich groß erstmal, ne? Da ist jemand, der rettet einem anderen Menschen das Leben. Das könnte ja auch im ersten Moment irgendwie krampfig sein oder so. Wie haben Sie das erlebt? War das gleich was Selbstverständliches, so wie Sie es beschrieben haben? Ja, definitiv. Also ausgestiegen, natürlich auch nervös gewesen, aber wir haben uns sofort in den Arm genommen und war echt toll, war echt ein schönes Gefühl. Sie da so zu sehen, vor allem wenn man die Bilder davor gesehen hat, wo sie mir geschickt hat, war wunderbar. Wenn es in einer Freundschaft so eine Dankbarkeit gibt, dass jemand was Lebensrettendes für einen getan hat, kann das auch eine unheimliche Kraft geben für eine Freundschaft? Ja, es ist ja in dem Fall ist es ja eine unglaublich schöne Geschichte. Du hast es ja am Anfang gesagt, das ist eigentlich der Prozess ist sozusagen umgekehrt gewesen oder die Reihenfolge war eine unübliche. Und was ganz schön ist, finde ich eben auch an dem, wie das jetzt gerade so beschrieben war, da gibt es ja noch so eine Art Freundschaft, die über dem Ganzen steht und die vielleicht diese Kraft auch noch mal fast besser beschreibt, würde ich sagen, weil es noch gar keine gemeinsame Kraft zwischen den Personen geben konnte. Also es ist so eine Freundschaft zum Leben oder zu dem, was da ganz selbstverständlich gerettet werden soll. Also eine freundschaftliche Art, dich dem zuzuneigen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen pathetisch beschreiben will, was irgendwie als Selbstverständlichkeit auch einen Wert hat, was Bedeutung hat, wo man sich zu diesem Bekenntnis sozusagen, egal welcher Mensch da jetzt meine Hilfe braucht und sein Leben rettet, ich bin da. Mhm. Und das ist, glaube ich, eben etwas, was auch an der Stelle
für mich so klingt, als würde diese Dankbarkeit eben auch nie dazu führen, dass sozusagen in eine Schieflage kommt. Das könnte ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen, wo man sagt, das verträgt eigentlich selten eine Freundschaft gut. Ja. Sondern es ist eine Gleichwertigkeit eben für dieses Geben und Nehmen entstanden. Da war jemand bedürftig und ich bin da, weil ich es kann. Und diese Freundschaft zu etwas, was vielleicht sozusagen das Ganze noch so ein bisschen einrahmt oder überschreibt, das ist vielleicht noch eine besondere Form auch von einer Freundschaft, die so ein bisschen mit dem zu tun hat, vielleicht was da so ganz anfänglich bei ihrer Geschichte mit dieser humanistischen Idee auch zusammenklingt. Ne? Mhm. Also wo man sagt, das hat vielleicht auch so eine ganz grundlegend moralisch-ethische Komponente, wenn wir von Freundschaft in dieser existenziellen Weise sprechen. Und glauben Sie, ja, klar, Frau Dabowski? Also anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben, habe ich mich gefragt, also ich finde das super und es berührt mich total, die Geschichte. Und ich frage mich aber, es ist ja quasi ein Ungleichgewicht da. Also es gibt niemals ein gleichwertiges Gegengeschenk oder so. Mhm. Und kann das auch schwierig sein? Also kann man noch leicht oder gut einen Gefallen ablehnen, jemandem gegenüber, der einem so ein Geschenk gemacht hat? Also fühlt man sich dann noch frei? Also sonst finde ich das in der Freundschaft irgendwie total wichtig, dass man auch sagen kann, hey, schön, dass du mich fragst, aber nein, das kann ich dir gerade nicht geben. Wie ist denn das? Also man muss ja halt auch ganz klar sagen, der Roman ist der Grund, warum ich überhaupt noch lebe. Aber ich schätze auch an ihm, oder ich finde auch eine Stärke von ihm, er will jetzt auch nicht als Held oder irgendwas darstellen. Ich habe mehrfach in der Briefe mich bedankt und danke. Das wohl hat er auch geschrieben, du musst dich jetzt nicht ständig für mich bedanken. Also für den Roman war das, dass er nicht hier als Superheld gefeiert wird oder so, auch immer ganz wichtig oder immer noch. Also auch Ihre Freundschaft ist gewachsen, muss man sagen. Es hätte auch einfach ein Treffen sein können. Ja, natürlich. Genau. Haben Sie damit gerechnet, dass sich sowas entwickelt? Also ich habe eigentlich schnell im Vorkontakt bei WhatsApp und auch wieder die Briefe gemerkt, irgendwie passt so die Grundstimmung auf jeden Fall. Und dass es dann sich so entwickelt hat, fand ich dann halt noch mal on top. Mhm. Ja. Was macht für Sie diese Freundschaft aus? Ach, ich muss wirklich sagen, das habe ich ja auch oft gesagt, ich bin einfach beeindruckt, mit was für einer positiven Art sie das gemeistert hat. Also ich wüsste nicht, ob ich selber, wenn ich in der Situation gewesen wäre, so positiv geblieben bin. Wenn sie mir teilweise Bilder geschickt hat, wo jetzt zum Beispiel keine Haare mehr waren, war immer ein Lächeln zu sehen. Mhm. Oder wo sie allein im Zimmer war und Sport getrieben hat, dass sie noch ein bisschen fit bleibt. Du merkst in den Bildern immer positiv, auch beim Schreiben positiv. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich einfach gesagt habe, wow, mega Frau. Würden Sie sagen, diese Erfahrung, diese Freundschaft hat auch Ihre Einstellung zum Leben in gewisser Weise? Definitiv. Ja. Definitiv. Also es gibt noch eine Vorgeschichte, die ich privat hatte mit meiner Frau, wo es auch kurz vor knapp war, wo sie fast gestorben wäre nach der Geburt. Das hat mich schon mal das erste Mal im Leben geprägt. Mhm. Aber das mit der Nina war so das i-Tüpfelchen, sage ich dann, wo ich gesagt habe, hey, es gibt ja Situationen, wo viele kennen, wo du im Geschäft einfach gestresst bist, das mit nach Hause nimmst. Mittlerweile ist es so, ja, ich habe meinen Stress im Geschäft, ich komme nach Hause. Habe dann mit ihr geschrieben oder habe sie im Kopf und dann ist das wieder alles weg, weil es gibt viel Wichtigeres, das ist das Leben und Spaß zu haben am Leben und nicht den Stress und der stand bei mir einfach weg. Mhm. Sie haben einen besonderen Tag vor sich am Sonntag. Was ist mein dritter Geburtstag. Mhm. Und werde ich dann 3. Wissen Sie schon, wie Sie den begehen? Wie Sie... Hoffentlich mit dem Roman. Solchen Plan. Ja, Sie können das eben ausmachen von mir. Ja? Ja, der Termin, wir haben schon was ausgemacht, so ist es nicht. Also schön, dass Sie sich treffen, nicht nur an diesem dritten Geburtstag, sondern überhaupt, dass Sie sich wirklich begegnet sind. Aus vielerlei Hinsicht ist das großartig und einfach toll, dass Sie da sind. Vielen Dank. Jetzt haben wir ja bisher nur über Freundschaften gesprochen, die halten und die gut funktionieren. Und Sie haben ja gerade auch schon gesagt, bei Freundschaften muss man ja aufpassen, dass es kein Ungleichgewicht bekommt und dass es immer frei ist und keine Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Woran können denn Freundschaften auch zerbrechen?
glaube, dass die größte Problematik vielleicht, die man beschreiben kann, tatsächlich ein Ungleichgewicht eher auf dieser geistigen oder, wenn man so will, ethischen Ebene ist. Also auch, man spricht ja auch von Verrat an der Freundschaft. Also wenn bestimmte Vorstellungen von dem, wie gemeinsam diese Freundschaft gelebt werden soll, wie das Menschenbild dahinter ist, was wir für gut und für richtig halten, wann es eine Situation gibt, in der wir uns gewünscht hätten, dass der oder diejenige für uns da gewesen wäre. Nicht, weil wir sie sozusagen benutzen für etwas, also instrumentalisieren wollen, sondern weil wir es für das Richtige halten. Und dann sind wir eigentlich immer in so einem Vokabular, was eigentlich ein moralisches ist. Und gegen diese moralischen Vorstellungen elementar zu verstoßen, sodass darüber eben auch kein Gespräch wirklich mehr möglich ist. Also sowas wie eine innere Linie dann vielleicht überschritten ist, bei dem, was wir nicht mehr gutheißen oder nicht mehr verstehen können. Das, glaube ich, ist etwas, was Freundschaften selten aushalten. So eine dramatische Zuspitzung, weil die Werte vielleicht auch nicht mehr überein sind. Weil die Werte nicht mehr übereinstimmen oder wir vielleicht auch, weil es eine ganz besondere Situation gibt, vielleicht auch irgendeine Form von Grenz- oder Schicksalssituation, wir den oder die andere einfach auf eine Weise kennenlernen, die wir vielleicht so gar nicht erwartet hätten. Ohne dass ich jetzt damit sagen wollte, dass Freundschaft darauf angewiesen ist, dass man immer gleich ist. Gibt es auch sowas, was würden Sie in der Runde sagen, sowas wie Lebensabschnittsfreunde, also die man für eine bestimmte Zeit hat und ohne dass was Dramatisches passiert, verliert man sich? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee. Entweder man ist Freund oder nicht. Oder nicht. Also gerade jetzt mal so für ein halbes Jahr Freund zu sein oder für zwei Jahre. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich hatte das oft bezogen auf zum Beispiel Ausbildungssituationen oder Arbeitssituationen, dass ich wirklich ganz intensiv im Kontakt war, auch zum Teil vielleicht, dass immer noch ein bisschen da ist, aber nachdem die Situation aufgelöst war, es auch sich irgendwo ein bisschen verlaufen hat. Und es gibt auch durchaus so Menschen, die nicht mehr vorkommen, oder Freunde, die wo sich die Freundschaft nicht weiterentwickelt hat. Ja. Aber Sie, Herr Schreiner, sagen, wo Freundschaft ist, da bleibt Freundschaft, zumindest für Sie. Wir reden ja jetzt auch über eine Freundschaft, die wirklich lang schon Bestand hat. 45 Jahre die Freundschaft zu Bernd. Er kann heute nicht da sein aus familiären Gründen. Wir grüßen ihn aber natürlich ganz herzlich. Sie sind gemeinsam aufgewachsen in einem Städtchen in der Pfalz. Und Bernd war auch dabei, als Sie einen Unfall hatten, der Ihr Leben verändert hat. Sie wollten damals trampen. 22 waren Sie, glaube ich, auf ins Baskenland. Aber beschreiben Sie vorher erstmal, wir kommen noch zu dieser Reise, aber wie waren Sie und Bernd denn damals drauf? Wo standen Sie denn im Leben? Also erzählen Sie mal. Bernd habe ich erst später kennengelernt. Ja. Obwohl das wir im gleichen Jahrgang waren, 59, zusammen in die Schule, dann eingeschult worden, zusammen zur Kommunion gegangen. Und ich wusste, da ist ein Bernd Loret in der Parallelklasse. Aber keine Kontakte gehabt. Wie das so ist. Man kennt sich, aber mehr ist auch nicht. Genau. Ja. Wohl wissend, dass unsere Großväter Freunde waren. Die haben auch den Turnverein in meiner Heimatgemeinde zusammen ins Leben gerufen. Also das wussten wir, aber so unter uns hatten wir keinen Kontakt. Also es gab eine familienhistorische Verbindung. Okay, die Opas hatten da schon mal eine Freundschaft. Ja. Und wann ist es denn bei Ihnen dann näher zusammengekommen? Bei uns hat es dann angefangen mit dem Fußballspielen. Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. In der A-Jugend, wir haben zusammen dann Fußball gespielt. Und bei uns in der Heimat, in meiner Heimatgemeinde, da gibt es so ein Denkmal. Und da hat sich die Jugend getroffen. Selbst die Generation unserer Eltern haben sich da schon getroffen. Und dann hieß es dann immer nach dem Fußballtraining, hopp, wir gehen ans Denkmal. Und da hat man immer Leute getroffen. Ist ja zu Hause langweilig gewesen, bis dahin waren immer Leute. Also Sie haben Sport zusammen gemacht, Fußball gespielt. Ich glaube, Sie waren auch im Skiurlaub zusammen. Genau. Was mochten Sie denn auch an ihm? Ja, er war ein intelligentes Bürschel. Und er war im Gymnasium, ich war in der Hauptschule. Und er war jetzt kein Angebertyp, solider Typ, cool drauf. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, der Kerl ist in Ordnung.
mit dem kann man was anfangen. Und da hat sich dann so eine engere Freundschaft dann gebildet. Ja. Und dann irgendwann mit 22 hatten Sie die Idee, auf ins Baskenland Trempen. Ja. Ist das eine spontane Idee gewesen oder hatten Sie das schon länger vor? Ja, ein Freund hat von San Sebastian geschwärmt, wie schön dass es dort ist und was man da erleben kann. Und dann habe ich zu Bernd gesagt, hopp auf, wir fahren da auch hin. Also spontan mehr oder spontan. Hätten Sie auch ein Auto gehabt, mit dem Sie... Genau, also wenn wir dahin fahren, fahren wir jetzt nicht einfach mit dem Auto. Jeder von uns hat ein Auto gehabt. Okay. Und gesagt, wenn wir dahin fahren, dann trampen wir. Und trampen war ja damals in Anführungszeichen nichts Besonderes. Wenn man kein Auto gehabt hat, dann ist man halt von A nach B getrampt. Und Sie hatten das klare Ziel, San Sebastian, habe ich jetzt gehört. Ja? Ja. Nun ist es ja so, beim Trampen, das war klar früher üblicher, aber man weiß auch, man weiß nie so genau, wie die Reise läuft und wie schnell es vorangeht. Wie ist denn Ihre Reise gelaufen? Genau, das ist ja das Spannende. Ne? Ja. Und ja, es hat eigentlich gut geklappt. Wir sind weit gekommen, bis hinter Lyon. Aber dann hat es angefangen zu regnen. Mhm. Ja, es hat geschüttet ohne Ende. Und wir hatten ja nicht in Hotels geschlafen, sondern mit dem Schlafsack dann auf Marktplätze und in Parks und so weiter. Und wenn man dann so nass ist und die Klamotten sind nicht mehr trocken geworden, und dann haben wir gesagt, ey, wir brechen die Reise ab und fahren dann wieder zurück, schweren Herzens. Ja. Und irgendwann waren Sie in Mühlhausen, im Elsass. Dann irgendwann kam der Tag, da hat sich dann mein Leben auch verändert. Mhm. Ja. Beschreiben Sie. Hinter Mühlhausen hat uns ein junger Franzose mitgenommen. Und der hat, das hat sich dann später herausgestellt, am gleichen Tag den Führerschein gemacht. Okay, aber das wussten Sie nicht? Das wusste ich nicht, ja. Nee. Das war erst dann im Polizeibericht später. Ist das dann rausgekommen. Ja. Ja, Bernd war hinten gesessen, ich war vorne Beifahrer. Und der Fahrer wollte uns halt beweisen, wie gut dass er das Auto beherrscht. Ja. Hat es aber nicht und ist unheimlich schnell gefahren. Und ich war kurz davor, habe gesagt, halt an, ich steige aus, das ist mir zu gefährlich. Und in dem Moment war es schon zu spät. Also da wollte dann überholen, von vorne ist Gegenverkehr gekommen, ist ein Schleudern gekommen, dann habe ich einen Baum auf mich zukommen sehen und dann haben die Äste, das haben wir alles noch gehört und dann hat es einen Schlag gemacht. Und kurze Zeit später war ich dann wieder bei Bewusstsein und habe ich gemerkt, oh, Ewe, ist ein schwerer Unfall passiert. Ja. Ich war also mit meiner mit der Lehne vom Sitz und mit meinem Körper war ich hinten auf der Rückbank gelegen. Das Dach war eingedrückt, ungefähr noch so weit von meinem Gesicht. Sie hatten aber gesagt, Sie haben vorne gesessen, habe ich das richtig gesehen? Ja, ich war vorne gesessen. Durch den Aufprall wahrscheinlich ist die Rücklehne zurück und was war mit Bernd? Bernd und dem Fahrer ist gar nichts passiert, Gott sei Dank. Und ich konnte dann so aus dem Rückfenster gucken. Und dann habe ich schon Bernd auf mich zukommen sehen. Ja. War der draußen? Oder? Der war draußen. Also den hat es beim Aufprall hinten durch die Heckscheibe ist geschleudert und ist raus. Der hat einen Rucksack auf dem Schoß gehabt. Und der hat ihn wahrscheinlich auch das Leben gerettet. War nicht angeschnallt offenbar? Ja? Nee, also es war auch der Rücksitz. Ja, ja und dann mit dem Rucksack, der hat ihn noch irgendwie aufgefangen. Genau. Und wie ging es dann weiter? Also Sie haben gesagt, Sie waren bei Bewusstsein. Das heißt, Sie haben das alles mitbekommen. Genau. Und ich habe dann auch Bernd auf mich zukommen sehen. Und ich hatte ja keine äußeren Verletzungen. Ja? Aber innen waren natürlich, die Lungen waren voll Blut und Rippen gebrochen und halt auch die Wirbelsäule. Und ja, wie gesagt, ich habe keine äußeren Verletzungen gehabt. Dann ist Bernd dann gekommen und hat gesagt, Steig aus, wir gehen weiter, wir erzählen zu Hause nichts. Und dann habe ich gesagt, ey Alter, mit mir ist was Schlimmes passiert, also das geht nicht. Ja. Das haben Sie in dem Moment schon gewusst? Ja, und kurze Zeit später sind dann die Sanitäter gekommen und die Feuerwehr, und die haben mich dann rausgeschnitten, das Dach
haben sie es dann weggemacht und dann ist es plötzlich hell geworden. Und dann hat ein Sanitäter gesagt, bewegen Sie mal die Beine. Und ich konnte nicht. Und von mir war es sofort klar, das ist eine Querschnittslähmung. Aber erstmal muss man sagen, gut, dass Sie heute hier sind. Das hätte ja auch noch anders aussehen können. Absolut. Also, trotzdem ist es natürlich eine Situation, die ein Einschnitt ist im Leben. Sie sind dann wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen. Hat man Ihnen das denn da dann auch schon offiziell gesagt oder wie ist das gelaufen? Also die ersten Tage war ich in Mühlhausen. Ja. Und ich bin da mit dem Bundeswehrhubschrauber. Ich war damals bei der Bundeswehr im Urlaub. Und in Mühlhausen haben die Ärzte gesagt, ey, das wird wieder, mach dir keine Sorgen. Hab Geduld und so weiter. Und als ich dann in Heidelberg angekommen war, der Arzt hat zu mir gesagt, Junge, du wirst nie mehr laufen, du hast eine Querschnittslähmung. Und klar, mit 22, ne, da hat man andere Vorstellungen vom Leben, als mit dem Rollstuhl dann im Rollstuhl zu sitzen. Erst mal gefragt, wie geht's jetzt überhaupt weiter mit dem Leben? Genau, ja. Was war mit Bernd? Ist der in Mühlhausen auch noch im Krankenhaus bei Ihnen gewesen? Oder? Also das habe ich dann schon nicht mehr mitbekommen, ja. So wie er erzählt hat. Mein Vater und sein Vater ist auch nachts gekommen noch. Ja. Und die haben ihn dann mitgenommen. Ja, die ganze Zeit war er dann auch bei mir, ja. Mhm. Hat er Sie dann auch in der Reha in Heidelberg besucht? Ja, also Bernd, aber nicht nur Bernd, auch der Freundeskreis von damals, ne, und die Freunde sind alle gekommen. Natürlich meine Familie, ich habe noch eine Schwester, eine jüngere Schwester. Und ja, am Wochenende war die immer die Bude voll. Ja. Also die waren alle da und besonders Bernd halt. Und Bernd hat sich dann besonders um mich gekümmert. Er hat, wenn ich was gebraucht habe, hat er es besorgt. Ja. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, immer wenn er gekommen ist, hat er mir ein Big Mac mitgebracht. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Freundschaft jetzt wegen dem Big Mac so sich verfesselt hat. Aber das ist mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben. Ne? Also Sie hatten damals schon so das Gefühl, die Freundschaft wird bleiben? Oder hatten Sie eine Sorge, dass sich da was verändert? Ich habe da gar nicht irgendwie dran gedacht. Ja. Das war so. Und ich glaube, wenn man Freunde ist, der bringt den Big Mac mit, alles in Ordnung. So ja. Sieht's aus, ja. Genau. Ja. Wenn man solche Extremsituationen so zusammen erlebt, sieht man sich dann auch noch mal anders? Weil in solchen Extremsituationen wird ja ganz klar, wer man ist. Und ja. Also das ist natürlich jetzt eine Situation, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ja. Das ist ja wirklich eine so große, auch ein Erleben mit einem anderen Menschen zusammen. Das ist so individuell und das ist natürlich bei jeder Freundschaft so, dass man eigentlich immer nur über diese eine Freundschaft spricht. Klar. Es gibt auch Theoretiker, die sagen, man sollte vielleicht gar nicht so viel über Freundschaft reden, weil es ist so einzigartig, was da passiert, dass man gar keine Theorien und Definitionen finden kann. Sehen wir auch heute aber, alles genau. Andere und, Akzente. Und trotzdem scheint sich jetzt ja auch in den Geschichten diese Besonderheit dann eben auch zu zeigen, gerade dann, wenn es kein üblicher Alltag, wenn es nicht das Fußballspielen oder das sich am Denkmal treffen ist. Das ist sozusagen die Grundlage oder das, wo die Freundschaft ihren Anfang hatte. Aber möglicherweise wäre sie eben niemals zu dem geworden, was sie heute ist, wenn es diese ganz existenzielle gemeinsame Erfahrung nicht gegeben hätte. Und auch da ist es natürlich genau das Gleiche im Prinzip, wie wir gerade gehört haben. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Also dass aus sowas wie einem vielleicht auch Verantwortungsgefühl dann eine wirkliche, tragfähige, feste Freundschaft über so viele Jahre wachsen darf. Mhm. Ich meine, Sie und Bernd haben dann ja auch weiter Dinge zusammen unternommen. Es gibt so einen Aussichtspunkt bei Ihnen zu Hause. Wie heißt der nochmal? Das ist der Jungfernsprung. Ja. Das ist ein Aussichtsberg mitten im Ort. Übrigens, der Ort heißt Dahn in der Pfalz. Und ja, natürlich überhaupt nicht barrierefrei. Ne? Also mit dem Rollstuhl kommt richtig man richtig steil hoch. Total, ja. Da kommt man mit dem Rollstuhl jetzt nicht hoch. Aber damals haben die Jungs schon gesagt, so, es war eine verschworene Gemeinschaft, und Bernd besonders. Egal, wo du hin willst, mit uns, wir tragen dich dahin.
Und das war auch so der Fall. Ja. Irgendwann habe ich mal gesagt, oh, ob ich da noch mal hinkomme, auf den Jungfernsprung und so. Und das gab dann überhaupt keine Frage. Die haben mich hochgetragen. Und die letzten Meter, das war sehr steil. Da kommt man auch mit dem Rollstuhl nicht durch. Und dann hat er mich hochgepackt, halt hochgetragen. Ne? Wie lange waren Sie unterwegs? Ja, so 3-4 Stunden. 3-4 Stunden? Ja. Wie wichtig waren Ihnen solche Aktivitäten und Aktionen? Ja, man war wieder dabei. Mhm. Ja. Freundschaft und ist es egal, jetzt im Rollstuhl oder nicht. Ja, das Leben ging weiter und wie gesagt, ich war ein Part of it. Mhm. Sie haben ja dann auch in der WG zusammengelebt, ja. In Mainz, hatten erst auch Abi noch nachgemacht und haben dann auch studiert. Wie war, jetzt haben wir schon mal die WG, wie war diese Zeit miteinander? Also das war eine richtig tolle Zeit, ja. Also wir waren zu dritt, ein Kollege von unserem Sportverein hatte auch einen Studienplatz in Mainz gesucht und eine Wohnung in Mainz gesucht. Und ja, da haben wir uns entschieden, wir machen eine WG in Mainz. Ja. Und also für mich war das richtig tolle Zeit. Ja. Drei Jungs aus dem Land in der Stadt. Und ja, aber dann hat dann... Das hört sich auch nach Party an. Ja, genau. Und so war es auch. Und ja, wir haben einfach die Zeit dann zurückgenommen, haben gekocht zusammen und Ausflüge gemacht und so weiter. Ja. Irgendwann geht das Leben ja dann weiter. Bernd hat Familie gegründet, ist Vater geworden. Hat sich dadurch was in der Freundschaft verändert? Eigentlich nicht. Also klar, räumlich. Irgendwann ist die Zeit halt mal auch vorbei gewesen in Mainz. Ja. Mhm. Er ist dann nach in der Nähe von Heidelberg gezogen, hat dort einen Job bekommen, hat seine Frau dann geheiratet. Und der andere Kollege ist dann übrigens ans ZDF, hat einen Job dort bekommen. Ja. Mhm. Und bei mir stellt sich dann die Frage, ja, was mache ich jetzt? Und ja, in der Zeit ist auch mein Vater gestorben. Eine Freundin hat sich getrennt von mir. Und ja, da bin ich wieder zurück nach Hause. Aber zwischendurch, das hat sich nie geändert. Also, wir haben immer angerufen, immer Kontakt gehabt. Wir haben auch über Schicksalsschläge gesprochen oder über auch wirkliche Tiefpunkte im Leben. Sie sind Pate seines Sohnes. Ja, ich bin dann noch Pate von Max geworden, ja, sein Sohn. Ja. Der ist mit 18 verstorben. Was ist da passiert? Ja, das ist so, den Tag werde ich jetzt auch nicht vergessen, so wie jetzt mein Unfall. Ich war damals auf den Philippinen unterwegs. Ich unterstütze da schon länger in einer Berufsschule, wo ich auch tätig bin. Und das weiß ich noch, das war auf dem Weg zu dieser Berufsschule. Wir waren im Stau gestanden im Taxi. Und dann hat Bernd mich angerufen. War nichts Besonderes, normal. Ja. Man hat sich immer mal ausgetauscht und so. Und dann habe ich noch abgenommen und gesagt, und, wie sieht's aus, alles gut? Und da war irgendwie war so Ruhe. Und dann hat er gesagt, Max ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Und in diesem Moment, da fährt es in den Magen, da weißt du gar nicht, das ist brutal. Ja? Da wird es heiß, da wird es kalt und weißt gar nicht, was du jetzt sagen sollst. Ne? Jetzt waren Sie ja auch nicht da. Aber konnten Sie trotzdem da für ihn sein? Also haben Sie das Gefühl? Ja, ich bin dann, habe mich dann um den Rückflug dann gekümmert. Ja. Und das nächste Mal habe ich den Bernd gesehen im Friedhof bei der Beisetzung von Max. Mhm. Das war hart. Ja, was kann man in dem Moment machen? Zuhören ist ja klar. Und das ein oder andere tränenreiche Gespräch hat es auch gegeben. Mhm. Aber Bernd hat eine liebevolle Familie. Eine tolle Tochter und da ist er enorm stolz drauf. Und er sagt ja auch, kümmere dich um die Lebenden. Mhm. Max, im Himmel geht's gut. Und das tut auch mir gut, wenn er dann auch so denkt. Ja. Jetzt haben wir Frau Schmidt immer wieder gesagt, Freundschaft bedeutet auch in Krisen füreinander da sein.
Es gibt aber ja vielleicht auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, persönlichen Gründen, in Krisen nicht so da sein können. Können das trotzdem wertvolle Menschen sein, auch fürs weitere Leben? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, sich in dem Nicht-Können dann aber auch verständlich zu machen. Dass man es erklärt. Also genau, diesen Versuch, im Miteinander eben auch die eigenen Grenzen zum Thema zu machen und zu sagen, was eben für den einen möglich ist, ist für den anderen möglicherweise nicht möglich. Und das heißt dann ja nicht, dass dann nicht vielleicht in dem Moment jemand anderes auch diesen Halt bieten kann. Und es ist ja auch in Freundschaften häufig eben ein großes Thema der jeweiligen Erwartungen an das, wie der andere die andere zu sein hat in bestimmten Situationen, gerade wenn es solche schweren oder dann auch plötzlichen Ereignisse sind. Und dann darüber wirklich aufrichtig und ehrlich im Gespräch zu bleiben, was dem einen dann in dem Fall wirklich auch gegeben ist, welche Kraft, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, ist, glaube ich, auch eine Basis dafür, etwas verzeihlich zu machen, was man sich eben anders vielleicht gewünscht hätte. Sie haben übrigens 41 Jahre nach dieser unterbrochenen Reise, durch den Unfall auch unterbrochenen Reise, wobei Sie ja schon umgekehrt waren, egal, die Reise noch mal beendet nach San Sebastian. Erzählen Sie mal. Ja, ich habe eine Spanien-Rundfahrt geplant, ich allein mit dem Auto, ja, und habe dann gesehen, oh, auf dem Heimweg komme ich an San Sebastian vorbei. Und das habe ich dann Bernd erzählt. Er hat gesagt, hopp auf, du hast am 19.11. Geburtstag und wir treffen uns in San Sebastian und bringen unsere Reise zu Ende. Das war immer so im Raum gestanden, ne? Mhm. San Sebastian, vielleicht kommen wir da mal hin, aber jetzt nie so geplant. Mhm. Ja. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin dann von Spanien hochgekommen und er ist von Deutschland extra gekommen und haben dort seinen Geburtstag gefeiert und auch unsere Reise zu Ende gebracht. Ja. Ich meine, damals, als Sie getrennt sind, waren Sie 22, heute sind Sie 63. Sie leben jetzt nicht in einer Beziehung. Aber was würden Sie sagen, wie wichtig ist diese Freundschaft zu Bernd heute noch für Sie? Ja, natürlich extrem wichtig. Also man braucht sich ja nicht mehr zu erklären. Ne? Das hat sich jetzt gegenüber früher. Früher waren wir aktiv. Und wenn man heute auf einem Aussichtspunkt sitzt und trinkt eine Scholle und sagt man 10 Minuten gar nichts, dann ist es auch okay, aber man ist sehr froh, dass ein Freund neben einem sitzt. Ja. Und wie oft denken Sie auch im Alltag, selbst wenn Sie sich nicht immer sehen, wie oft denken Sie so an ihn? Also immer, also oft, ja. Mhm. Oder man fragt sich dann, was wird jetzt Bernd tun in der Situation? Mhm. Oder jetzt gerade im Moment auch, ne? Ich wäre jetzt froh, wenn er da wäre. Und ja, also oft, und man tauscht sich auch immer aus und die Neuigkeiten werden dann sofort erzählt. Und, ne? So ist es, ja. Also kann man sagen, egal was kommt, Freunde fürs Leben? 100%. Vielen Dank, Frau Schreiner. Es gibt auch andere Konstellationen und wir sehen, Freundschaft wird unterschiedlich gelebt und kommt auch unterschiedlich zustande. Bei Ihnen, Frau Drabowski, ist es so, Sie haben mit einem sehr guten Freund, mit dem Sie nie eine Liebesbeziehung hatten, muss man dazu sagen, ein Kind. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass das so sein soll. Da werden vielleicht ein paar Fragezeichen angehen hier und vielleicht auch zu Hause. Aber beginnen wir mal früher. Der Freund heißt Christian. Mhm. Wie haben Sie sich kennengelernt? Ist das spannend zu sehen, wie so jeweils die Ursprünge sind? Ich war mit meiner ersten Ausbildung fertig und habe die in Kassel gemacht und wollte wieder so nach Niedersachsen zurück. Mhm. Und aber nicht ganz so aufs Land wie da, wo ich herkomme, sondern ich habe mir dann so Hameln ausgeguckt. Das fand ich für mich eine schöne Stadt und von der Größe und so. Und habe dann da einen Aushang gemacht, um eine WG zu suchen. Wieder WG? Okay, alles klar. Ja. Ja. Mhm. Und darauf hat er reagiert und darüber haben wir uns halt kennengelernt. Was war so der erste Eindruck? Wie ist er? Wie war er? Also wir haben uns getroffen, da wo er zu dem Zeitpunkt gewohnt hat. Das war so eine
eigentlich Zweier-WG, aber so mehr so Zweck-WG. Und der Mitbewohner war selten da. Also er hat was anderes gesucht. Und da haben wir uns halt getroffen. Und der erste Eindruck, er ist halt ein unkonventioneller Mensch. Das ist so im Äußeren auch erstmal sichtbar. Also in deinem Auftreten oder in Klamotten? Oder? Zum Beispiel auch Klamotten. Also ja. Er trägt Kleidung, die er halt schön findet oder die irgendeine Bedeutung für ihn hat oder so. Und die entspricht nicht dem Trend oder nicht irgendwelchen Vorstellungen. Also zum Beispiel? So. Zum Beispiel, es darf ein T-Shirt auch gerne ein paar Löcher haben, wenn das aber noch schön ist und noch doch, dann hey, warum denn nicht anziehen so? Und, ja. Oder Zusammenstellung. Das war, vor 8 Jahren habe ich damit was Tolles erlebt, genau. Ja, nein, also ja. Wirklich, und das ist also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der weniger sich beeindrucken lässt von Konventionen oder von dem, was andere wollen und meinen. War das so ein Freiheitsgefühl, das Sie vielleicht auch gut fanden? Ja, total. Ja? Mhm. Also in mir war, glaube ich, viel auch so eine Sehnsucht in die Richtung. Und ein Stück habe ich das auch schon immer irgendwie gelebt. Aber da hat es jemand mal ziemlich konsequent so umgesetzt. Und das fand ich super. Und dann haben Sie auch zusammen in der WG gelebt? Genau, wir haben eine WG gegründet. Das scheint irgendwie ein guter Ort zu sein, um Freundschaften zu schließen oder sich auf ewig zu zerstreiten. Das kann auch passieren. Ja. Aber bei Ihnen war das nicht so. Gab es denn, ich habe gesagt, Sie haben keine Liebesbeziehung, gab es denn irgendwann mal sowas wie eine erotische Anziehungskraft für Momente? Oder? Nee? Nee, also eher so, als diese Idee mit dem Kind aufkam, war die Frage ja, Herr, wie machen wir das denn jetzt? Die klassische Variante, wir haben drüber nachgedacht und dann war aber klar, es wird eine Lachnummer. Wir lachen uns tot bei dem Versuch, aber ein Kind kriegen wir auf die Weise nicht zustande. Also das ist wirklich, wir mögen uns unglaublich gerne, aber so körperlich. Also das war schon mal geklärt. Das war sehr klar. Und jetzt ist aber natürlich das Spannende, wie ist denn diese Idee entstanden? Also da sind Freunde, die haben sich durch die WG kennengelernt und die wollen jetzt ein Kind zusammen. Erzählen Sie mal. Ja, das war echt ein Zufall. Also, ein Zufall? Naja, wirklich. Ja. Also und zwar, die WG bestand aus 3 Leuten anfangs, eine Wohnung mit, also 3-Zimmer-Wohnung. Und irgendwann wurde unter uns eine Wohnung frei. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre eine Gelegenheit, die WG zu erweitern. Und dann haben wir diese Wohnung angemietet und haben halt Leute gesucht dafür. Da waren 2 Zimmer in der unteren Wohnung und irgendwie wollte das nicht so richtig. Also es haben letztendlich 5 Leute einen Vertrag unterschrieben und aus total nachvollziehbaren Gründen aber am Ende wieder abgesagt. Also irgendwie, das mit der Ausbildungsstelle klappt doch nicht oder ich bleibe doch mit meinem Freund zusammen. Oder es waren lauter gute Gründe, aber es führte nicht dazu, dass wir irgendwie diese WG vollkriegten. Jetzt bin ich gespannt. Also da ist ein Zimmer frei, machen wir ein Kinderzimmer draus, oder? Genau, irgendwie muss man die WG ja vollkriegen. Ja. Nein. Nein, sowas nicht. Nein. Ja. Und zwar, wir waren dann am Tapeten abreißen, um das da irgendwie zu renovieren und waren da schon ein bisschen frustriert und haben dann gesagt, okay, wir geben der Sache jetzt hier noch einen Monat oder bis zum Ende des Monats, versuchen noch Leute zu finden. Und wenn es nicht gelingt, dann war es halt ein Versuch. Dann zahlen wir hier einen Monat umsonst Miete. Und dann müssen wir aber irgendwas anderes Schönes machen. So war irgendwie dieser Gedanke in dem Moment. Also, weil es auch frustig war. Ne? Ja, wir hatten ja irgendwie eine Idee und ein Ziel und so. Ja. So, und was macht man dann? Also, Brainstorming. Jeder von uns hat sich hingesetzt und mal aufgeschrieben. Also, die Frage war so, was wollte ich schon immer machen im Leben? Was wollte ich schon immer mal machen oder was will ich noch so machen? Ne? Und dann stellten wir fest, als wir unsere Zettel verglichen haben, dass da wir hatten Deckung in 2 Punkten. Einmal, wir wollten beide mal in einen Sexshop gehen, was wir noch nie gemacht hatten. Okay. Da ließ ich ziemlich schnell einen Haken dran machen, sogar in Hameln gab es sowas. Also erledigt von der Bucketlist. Genau. Okay. Und das zweite war eben was mit Kindern, ein bisschen unterschiedlich formuliert. Also Christian wollte gerne Kinder haben und bei mir war, glaube ich, die Formulierung, ich würde gerne ein Kind groß werden sehen, beim Großwerden begleiten, so in der Richtung. Ja, das stand da erstmal so. Das stand da so. Im Raum, ja. Ja, und wer kam dann auf den Geistesblitz? Wir beide. Ja, das entwickelte sich über so ein paar Monate. Wir haben einander immer wieder so gefragt, ja, wie stellst du dir das vor? Wie möchtest du denn gerne? Also bei mir war es so, dass ich eigentlich zu der Zeit das Gefühl hatte, ich bin beziehungsunfähig. Also so, weil die klassische Art, wie so Beziehungen geführt werden, war für mich nicht so passend. Also da fand ich, Frauen wurden dann interessant für mich zu der Zeit gerade.
Und ich wusste, dass Christian auch nicht jemand ist, der so aus einer Liebesbeziehung heraus unbedingt oder in einer Liebesbeziehung ein Kind haben wollte. Und ja, wie stellst du dir das so vor? Alleine ein Kind in Gemeinschaft oder irgendwie in Beziehung oder so. Und das ging so ein paar Monate irgendwie so hin und her. Wir haben immer mal wieder kam das so auf. Und irgendwann, so ist zumindest meine Erinnerung, stand so unausgesprochen im Raum, hey, sag mal, wir beide, das wäre doch eigentlich ein super Elternteam. Wir mögen uns, wir wissen, dass wir uns total aufeinander verlassen können. Wir haben eine ähnliche Haltung, was Kinder und Kindererziehung angeht. Also das war auch so ein Punkt, über den wir uns schon viel ausgetauscht hatten. Also auch an gegenseitigem Versichern sich und Ist er ein verlässlicher Typ? Total. Es gibt, glaube ich, keinen verlässlicheren. Also ich kenne keinen verlässlicheren. Ja. Mit dem kann man am 3.9.2028 einen Termin ausmachen und ohne, dass man noch mal darüber spricht, wird der dann um 17 Uhr da sein. Okay. Also wahrscheinlich wird er noch mal nachfragen, weil er weiß, dass andere das nicht so handhaben. Ja. Aber, also das ist ja eine wichtige Voraussetzung ist, Sie übernehmen ja Verantwortung für ein Kind. Genau. Okay, und das hatten Sie schon geklärt. Mhm. Haben Sie auch überlegt, ziehen wir dann zusammen? Was bedeutet das für unsere Freundschaft? Also müssen wir uns auch committen? Wir waren ja schon zusammen. Ich meine, wir bleiben dann jetzt auch zusammen. Und weil, wenn das Kind kommt, dann zu sagen, ach, ich gehe jetzt mal in eine andere WG. Also das ist ja schon eine Form von Commitment, also von Vereinbarung. Genau, oder? Das waren so die Dinge, die wir vereinbart haben. So, was braucht es eigentlich für uns an Versprechen auch? Und was ist leistbar? Also so ein Versprechen zu machen, wir werden jetzt, sagen wir mal, 18, 20 Jahre, bis so ein Kind irgendwie groß ist, miteinander irgendwie sein, das war uns beiden schwierig zu versprechen, weil hey, was kommt im Leben noch? Am Ende will irgendjemand ins Ausland vielleicht länger oder so. Mhm. Das konnten wir einander nicht versprechen, das fanden wir auch unrealistisch. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir sollten irgendwelche Wünsche da aufkommen, in die Richtung stellen, die so weit zurück, bis das Kind in die Schule kommt. Weil dann ist es dann für eine Person handhabbarer, irgendwie das zu managen. Ist es richtig, dass Christian in der Zeit aber in einer Beziehung eigentlich war? Und wie war das denn? Wollte seine Beziehung möglicherweise auch ein Kind mit ihm? Ja, ich glaube, sie hätte sich das schon gut vorstellen können, aber er halt nicht. Eher nicht. Also, ich überlege nur, wie man. So wir sind ja total offen für diese Modelle. Also, das ist ja keine Frage. Ja. Ich stelle mir das nur gerade vor. Ich bin in einer Liebesbeziehung und meine Partnerin möchte ein Kind. Und ich sage, ich liebe dich, aber ich möchte ein Kind mit einer Freundin und nicht mit dir. Ja. Also, es ist ja eine Vermittlungsleistung, die da gebracht werden muss. Ja, nun kennt sie Christian auch schon ewig lange und weiß ja, wie er so tickt, auch was eben Nähe in Beziehung angeht. Also, er würde zum Beispiel auch nicht gerne in einer Liebesbeziehung zusammenwohnen. Er mag zum Beispiel auch das Gefühl des Vermissens. Also, und das stellt sich ja so schlecht ein, wenn man so ganz nah zusammen ist. Also hat er das mal beschrieben. Also wir wollen ja auch alles andere als aus der Ferne urteilen, ohne ihn zu kennen, ohne die Beziehung zu kennen. Das nur mal, aber das war natürlich spannend. Ich denke, das wäre, wenn Ihnen das ein Partner gesagt hätte, wahrscheinlich auch nicht einfach, oder? Also, das Schmunzeln reicht. Das Schmunzeln reicht. Was stellen Sie sich in so einer Konstellation? Lebensformen ändern sich ja aktuell. Und was stellen Sie sich auch als Herausforderung vor in so einer Situation, wenn man diese Entscheidung trifft? Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein, zwei Mal schon gefallen, so dieses Wort der sozialen Praxis. Also das klingt dann so ein bisschen technisch, wenn man das auf Freundschaft bezieht. Aber ich glaube, wir sind eben tatsächlich kulturell derartig geprägt davon, dass wir glauben, dass eben sozusagen romantische Liebe, die es ja auch erst in der Form eigentlich als seit ungefähr 200, 300 Jahren gibt, als etwas, von dem wir glauben, dass es die Basis für eine glückliche Familie sein. Weil vorher ist es durchaus ein sehr ökonomisches Konzept gewesen, was dahinter gestanden hat. Und trotzdem sind wir eben sehr unbeweglich darin zu sagen, na ja gut, was ist es denn eigentlich, was wir glauben, was eine funktionierende, glückliche, ist vielleicht schon fast zu viel, aber eine Familie braucht, die zusammenbleibt. Und wenn man dann entscheidet, dass es eher Freundschaft ist, die eine Beziehung sozusagen tragfähig, langfristig, verlässlich sein lässt und weniger das Konzept der romantischen Liebe, dann ist es eigentlich nur sozusagen ein anderes Denkmodell, was darin zum Tragen kommt. Was wir aber eben
sehr selten vorfinden und wo wir so langsam gerade anfangen, uns so ein bisschen mal zu überlegen, könnte es nicht auch ganz anders sein? Und warum muss es so und warum geht es nicht anders und warum geht es nicht auch beides nebeneinander? Und das stelle ich mir tatsächlich fast am schwierigsten vor, wenn ich mir so eine Situation vorstelle. Nicht das tatsächliche Gelingen lassen einer solchen Familie, sondern das sich ständige sozusagen Abarbeiten an dem, was sozial als normal oder gewohnt oder was auch immer sozusagen an einen herangetragen wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, also vielleicht trifft da dieser Spruch so, dass, ne, wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, dann wird es leichter. Also unser Umfeld hat von uns jetzt auch nicht klassische Familie erwartet. Mhm. Und deshalb, ja. Gab es diese Diskussion dann in der Form? Ja. Nö, also oder hier und da gab es noch so Hoffnungen, die dann aber eben korrigiert wurde, sag ich mal. Wunderbar, ja. Noch ein paar Wissenslücken sind ja da. Ja. Also es war klar, so auf dem herkömmlichen Weg, haben Sie, glaube ich, gesagt, war da nichts. Wie haben Sie das denn dann erfolgreich umgesetzt? Ja, es brauchte erstmal so ein bisschen Wissen anzusammeln. Mhm. Also einmal habe ich eine Freundin gebeten, bei ihrer Frauenärztin mal vorzufühlen. Ich hatte keine Lust, da hinzugehen und verurteilt zu werden. Sie sollte mal gucken, ob die sich das vorstellen könnte, uns da zu unterstützen. Und das hat gut geklappt. Also die war zwar auch erst so ein bisschen, die wollte mal sehen, was sind denn das für welche? War das jetzt irgendwie so eine Schnapsidee oder sind das verantwortungsvolle Menschen, denen ich jetzt dabei helfe, ein Kind zu bekommen? Aber wir konnten sie überzeugen. Und was uns jetzt natürlich interessiert ist, wie ist es denn dann gewesen? Also wie war das plötzlich als Freunde in der Rolle der Eltern zu sein? Ja, erstmal glaube ich, super. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern sich dann erstmal so fühlen, hey, wir haben da jetzt dieses Kind, wir haben da lange drauf hin geplant und umgesetzt und so weiter. Und es ist toll, Eltern zu sein dann in dem Moment und dieses Kind, also bereichert zu sein durch dieses Kind und so. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht sehr von anderen Eltern, denke ich mal. Wenn Sie haben auch die sozialen Erwartungen angesprochen, wenn Sie dann durch die Stadt gegangen sind mit dem Kind, Sie waren die Eltern, haben da viele automatisch gedacht, Sie sind ein Paar? Ja, ne, ja. Und haben Sie das, muss man ja auch nicht aufklären, oder? Nee, wenn es halt irgendwie zur Sprache kam. Also wir haben jetzt keine T-Shirts getragen, wir sind kein Paar. So. Aber wenn Leute halt gesagt haben, irgendwie ihr Mann oder irgendwie so, dann haben wir das unter Umständen korrigiert, wenn es von Bedeutung war. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja so, viele unterscheiden zwischen Liebe und Freundschaft. Sie sagen, Freundschaft ist eine Form von Liebe. Ja, also da würde ich auch, und ich glaube, das ist auch fast jeder Mensch, der davon spricht, irgendwann sagen würde, wenn es wenn sozusagen diese Überlegung, was verbindet mich eigentlich mit diesem Menschen, was trägt uns hier eigentlich ein Leben lang, was führt dazu, dass man sich in solchen Momenten verbindet, dass es eine eben nicht sexuell geprägt oder erotische Liebe sein muss, aber es ist Liebe, es ist eine liebevolle Zuneigung zu jemandem, der eine Bedeutung für mich hat. Mhm. Und deswegen würde ich auch in jeder klassischen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Liebesbeziehung, würde ich sagen, dass immer auch Freundschaft eine ganz große Rolle spielt, sofern diese Beziehung lange Jahre hält und dass man sich irgendwie auch einen Gefallen tut, diese beiden Ebenen vielleicht einfach mal selbst zum Thema zu machen. Gehen Sie damit? Würden Sie sagen, dass sich schon auch eine Form von Liebe verbindet? Total. Also gerade jetzt im Vorfeld in der Sendung haben wir uns nochmal unterhalten. Wir waren also gemeinsam auf dem Geburtstag meiner Mutter. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann auch nochmal telefoniert. Und dann ist auch, also weil wir jetzt ein bisschen weniger häufig uns sehen als zu der Zeit, als wir uns gemeinsam um das Kind gekümmert haben. Das Kind ist mittlerweile 23, kann man jetzt dazu sagen. Ja, kümmert sich jetzt im Wesentlichen um sich selbst, mit der Unterstützung hier und da. Ja. Und genau, da ist aber schon auch noch mal so deutlich geworden, wir haben uns halt über alte Zeiten unterhalten, aber auch so jetzt im jetzigen Austausch war es einfach für uns beide ein schönes Gefühl. Wir sind gerne miteinander befreundet und das ist eine bestimmte Nähe. Und mir geht das tatsächlich auch so, ich tue mich manchmal schwer mit Labels, also mit Begriffen für bestimmte Dinge, also so... fühle mich der Beziehungsanarchie sehr verbunden. So, dass, also jede Beziehung ist einzigartig und wird durch das geprägt, was die Beziehung eben ausmacht. Und
irgendwann hat man dann vielleicht das Gefühl, okay, das fühlt sich für mich jetzt nach dem an, was ich Freundschaft nenne. Also so ist es für mich. Oder das fühlt sich nach Liebe an oder nach irgendwas. Und das ist aber, da gibt es viel Schnittmenge, das würde ich auch sagen, ja. Sie haben ja eine ganze Zeit lang dann auch zusammen gelebt, auch gemeinsam diese Verantwortung übernommen. Die bleibt ja auch, ne? Ich glaube, Sie sind dann auseinandergezogen, dritte Klasse oder wann? Genau, als Hannah in die dritte Klasse gekommen ist, bin ich, ich muss kurz überlegen, ich habe es mit Zeiträumen immer nicht so, aber so doch da bin ich dann auch wirklich genau woanders hingezogen, aber auch nicht so weit weg. Ist denn da gleichzeitig auch das Gefühl, Sie sagen, wir wollen nicht über Label reden, aber nur so über das Gefühl, Sie, er, die Tochter, ist das auch Familie? Ja, auf jeden Fall. Sie sagen ja auch, Geschwister verbinden oft Freundschaften. Also es verschwimmt, ja? Wir können uns eigentlich von diesen Labels wirklich ein bisschen verabschieden. Ja, also beziehungsweise wir können sie sozusagen verbinden, wie so Puzzleteile oder wie Bausteine, die auch Beziehungen zu etwas werden lassen. Also das, wir haben das jetzt ja auch schon mehrfach gehört. Also auch es gibt 3 oder 4 Geschwister. Mit dem einen verbinde ich mehr freundschaftliche Praktiken als mit der anderen. Also ich glaube, wenn wir sozusagen die Labels vielleicht sogar beibehalten, aber uns fragen so, in welcher Verbindung entsteht das, was dann zu unserer ganz besonderen eigenen Beziehung wird. Das ist, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, so die eigene Motivation, die eigenen Gründe, die eigenen Bereicherungen, die auch in diesen Beziehungen eine Rolle spielen, durchaus auch nicht nur zum Thema zu machen und zu analysieren, sondern eben auch wirklich in diesem Sinne von Pflegen und Hegen auch sichtbarer und vielleicht auch noch ein bisschen prachtvoller werden zu lassen. Wichtig ist ja auch, es geht ja auch um Ihre Tochter. Sie haben schon gesagt, Sie hatten keine T-Shirts, wir sind kein Paar. Aber haben Sie irgendwie den Anlass gesehen, irgendwann mit Ihrer Tochter das zu erklären und zu sagen, wir sind Freunde, aber wir sind jetzt kein Liebespaar und nicht so wie bei den anderen? Oder hatten Sie eher so den Wunsch, dass es sich einfach selbstverständlich vermittelt und einfach so dasteht, wie es ist? Also wie sind Sie damit umgegangen, Ihre Tochter? Ja, wir haben da nie drüber gesprochen. Also Christian und ich haben da nie drüber gesprochen, wie wollen wir das machen, weil wir auch beide so sind. Wir leben unser Leben und das ist unser Normal. Und das müssen wir nicht rechtfertigen oder erklären oder Leuten sagen, übrigens, also ich muss euch da mal was sagen. Oder auch dem Kind sagen, wir setzen uns mal zusammen und übrigens, wir sind eine etwas andere Familie. Sondern wir haben so gelebt in der WG und so. Und wir haben unsere Geschichte natürlich immer mal Menschen erzählt, die zu Besuch waren, Freundinnen und so weiter. Und sie hat das von Kleinkind an, Alter, mitbekommen, so wie Kinder ja alles aufnehmen, was um sie herum passiert und was die Erwachsenen erzählen. Und deshalb ist das irgendwann in ihrem Bewusstsein, sie wusste es irgendwann, ohne dass sie wusste, seit wann sie es weiß. Also es ist einfach so. Und wie geht's ihr heute und wie ist auch der Kontakt zu Christian, also ihr Kontakt zu Christian, wie leben Sie das heute? Wir wohnen alle nicht so weit auseinander, also Christian und mich trennen so eine Dreiviertelstunde und Hannah wohnt irgendwie eine Viertelstunde entfernt von mir und wir sind alle in einem guten Kontakt. Also die sehen sich, wir sehen uns, ja. Ich meine, Ihre Freundschaft hält ja jetzt auch schon länger und wir haben hier über 40 Jahre gesprochen. Hier ist es noch nicht so lang, aber auch schon sehr intensiv. Deutet einiges darauf hin, dass es auch bei Ihnen eine Freundschaft ist, die Sie durchs Leben begleiten wird? Es deutet eine ganze Menge darauf hin. Ich würde mich aus heutiger Sicht total wundern, wenn diese Freundschaft enden würde. Einfach, weil sie jetzt schon so lange bestanden hat. Ich würde es aber nie so sagen, das ist eine Freundschaft fürs Leben. Also ich kann aus heutiger Sicht kann ich nicht sagen, ich werde dich immer lieben, ich werde immer dein Freund sein. Das wird sich zeigen und ich kann es mir aber gerade wirklich nicht anders vorstellen. So wie sich eine Freundschaft, wie Sie das auch angedeutet haben, ja auch immer wieder lebendig entwickeln sollte, ne? Und erneuert in gewisser Weise, so kann man ja auch nicht sagen, wie sieht es in 10 Jahren aus. Aber was würden Sie sagen, gibt Ihnen und hat Ihnen schon diese Freundschaft zu Christian gegeben? Also jetzt, weil wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall die Möglichkeit, Eltern zu werden, also ein Kind in die Welt zu bringen und groß werden zu sehen und all diese vielen, vielen Erfahrungen zu machen. Ich mag ja total gerne neue Erfahrungen. Und also das hätte ich ohne ihn wahrscheinlich nicht gehabt, wenn ich jetzt so gucke, wie dann die Zeit danach verlaufen ist. Und ich habe von ihm auch
immer wieder ganz viel mitgenommen. Also gerade so dieses, ich stricke mir mein Leben selbst. Es gibt im Außen natürlich immer Grenzen, die es einzuhalten gilt. Mhm. Aber die inneren Grenzen oder vermeintlichen gesellschaftlichen Grenzen, die zu hinterfragen oder zu sagen, muss ich es so machen, wie das üblicherweise gemacht wird, oder kann ich es nicht einfach besser so machen, wie es für mich sich gut und richtig anfühlt, das ist was, was ich durch diese Sache, die wir miteinander gemacht haben und aber auch durch ihn und wie er so lebt, sehr mitgenommen habe. Und das ist auch so was, was ich, es hat sich seitdem so manifestiert in meinem Denken und Leben und ist auch so was, was ich irgendwie so gerne in die Welt geben möchte eigentlich. So, Leute, macht euch euer Leben so, wie es für euch passt, so weit möglich. Also das und wenn Sie es, Sie haben es gesagt, jede Freundschaft ist anders, aber wenn Sie es noch mal sagen würden, was kann uns Freundschaft geben? Ja, inneres und äußeres Wachstum und Freude. Ich glaube wirklich gemeinsame Freude an dem, was das Leben in dem jeweiligen Moment zur Verfügung stellt. Freunde fürs Leben, vielen Dank an Sie, Frau Dabrowski, und an die gesamte Runde nochmal. Dankeschön. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Willkommen im Club. Hören Sie auch gerne mal rein in unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal. Danke.